Hallo liebe Golfer, heute geht es um das Wichtigste beim Golf, um den Golfball. Es gibt ja verschiedene Härtegrade, harte Bälle, weiche Bälle. Wie kann ich diese unterscheiden? Wie kann ich den besten Ball für mich finden? Welcher Ball bietet mir den größtmöglichen Vorteil bei meinem Spiel bzw. auch bei den Wetterbedingungen? Hierzu kommen einige Tipps von unserer Seite. Wie kann ich unterscheiden, ob ich einen harten oder einen weichen Ball in der Hand habe? Ganz einfach, nehmen Sie Ihr Wedge oder Ihren Putter, klopfen Sie mit dem Ball auf die Schlagfläche und Sie können hören, ob der Ball hart oder weich ist. Harter Ball hört sich heller an, weicher Ball von der Schale her klingt dumpfer. Der Vorteil vom harten Ball ist, der kostet nicht ganz so viel Geld und er fliegt etwas weiter, deswegen gut für Spieler, die noch nicht so weit schlagen können. Der weiche Ball bringt den großen Vorteil, mehr Backspin, mehr Kontrolle. Er bleibt auf dem Grün, schneller liegen, stoppt schneller. Deswegen bei den Annäherungsschlägen kann ich auch Fahnen anspielen, die weiter am vorderen Grünrand stehen oder in der Ecke. Beim Putten vermittelt es mehr Puttgefühl. Wichtig ist immer beim Spielen, dass ich immer den gleichen Ball spiele. Nicht ein Loch mit dem, ein Loch mit dem, sonst stellt sich dauernd ein anderes Gefühl ein und die Dosierung wird schlecht. Deswegen sortieren Sie Ihre Bälle, harte Bälle, weiche Bälle. Was mit dem Ball auf dem Grün passiert, werden wir gleich Ihnen zeigen. Hier jeweils zwei Schläge, Eisen 8, weicher Ball. Und der gleiche Schlag, Eisen 8 mit den harten Bällen. Und Sie sehen, die Bälle laufen deutlich weiter aus. Deutlich weiter weg von der Fahne. Deswegen bei trockenen Bedingungen lieber weiche Bälle spielen. Wenn es mal nässer ist, dann ruhig harte Bälle, weil die Grünen schneller stoppen, weil der Ball auf dem Fairway nicht ganz so weit rollt. Ja, bei einem weichen Ball entsteht eben mehr Reibung auf der Schlagfläche vom Ball. Deswegen mehr Kontrolle, mehr Backspin bei den Schlägen ins Grün, bei den Annäherungsschlägen, aber auch beim Putten. Spielen Sie immer bitte den gleichen Ball, um Ihr Dosierungsgefühl konstanter zu machen. Wenn Sie Fragen zu Bällen haben, wenden Sie sich an uns. Ansonsten viel Spaß weiterhin und bis zum nächsten Mal.